Alex Delchow, 1:1 der Einstand beim Heimspiel gegen FSV Frankfurt. Was hat euch heute zum Sieg gefehlt? Ja, unterm Strich definitiv das eine Tor. Wir hatten Torchancen, glaube ich, genug. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir 2-3 richtig gute Chancen. In der zweiten Halbzeit nur 2-3 Schüsse außerhalb des 16ers, aber in relativ guter Position. Ja, mit ein bisschen Glück müssen wir das zweite Ding machen. Also doch das Quäntchen Glück oder die Zielstrebigkeit, die euch heute gefehlt hat? Sowohl als auch. Man kann jetzt nicht nur sagen Glück, es ist immer eine Quäntchen Zielstrebigkeit, ein Quäntchen Qualität, ein Quäntchen, ja, treffe ich den Ball richtig oder nicht. Und ja, von beiden hat uns etwas gefehlt. Kurz zum Tor von Otschi. Kennt ihr das so von ihm aus dem Training, dass er solche Dinger macht? Nee, kennen wir nicht, aber irgendwann findet jedes blinde Huhn nochmal einen Korn. Ne? Dann kurz vor Schluss. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass ihr eigentlich noch Glück habt, dass ihr da nicht noch mit leeren Händen oder aus der Partie geht, oder? Ja, definitiv. Also eigentlich bin ich sehr, sehr enttäuscht, eigentlich hier nur einen Punkt zu Hause mitzunehmen. Aber wenn es ganz, ganz, Entschuldigung meine Ausdrucksweise, aber scheiße läuft, kannst du sogar noch das 2-1 fressen, in der, was weiß ich, 88, 89 Minuten der Ball gegen den Pfosten geht. Und ja, das wäre dann auch wieder Fußball, aber so mit schwerem Herzen kann ich dann sagen, das 1-1 geht irgendwie in Ordnung. Trotzdem, Tabellenplatz 2 jetzt, 14 Tage Pause. Ist ja ganz nett eigentlich, oder? Hast du da so mit gerechnet, dass es jetzt so nach der Phase der Saison so aussieht bei euch? Nein, gerechnet habe ich nicht, aber ich bin auch ganz ehrlich, mein Wochenende ist dadurch jetzt auch nicht schöner, weil wirklich mit 3 Punkten und lieber Platz 5, wäre ich jetzt lieber ins Wochenende gegangen. Ich bin wirklich enttäuscht, dass wir hier nur einen Punkt geholt haben, weil ich fand, dass wir gerade so die ersten 65 Minuten Frankfurt sehr, sehr dominiert haben. Vielen Dank.